Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeklickt habt in mein Video. Heute zum Abschluss meiner persönlichen Adventkalenderzeit. Ich zeige euch die letzten Türchen aus meinem Schwestern-Adventkalender und wir finden den Gewinner für das Adventkalender-Ranking-Quiz. Nicht so viele mitgemacht, umso spannender, wer es dann gewinnt. Ja, jetzt ist offiziell auch bei mir die Adventkalenderzeit vorbei. Ich habe die letzten Türchen von meinem Schwestern-Adventkalender geöffnet. Der Adventkalender ging ja für alle, die es nicht so mitbekommen haben, bis zum 2. Jänner. Und es waren richtig coole Sachen noch dabei, die ich euch gern zeigen möchte. Ihr wart da interessiert dran, was eben da noch drinnen war. Und wir losen eben aus, wer dieses Quiz gewonnen hat. Da haben nicht so viele mitgemacht. Glaube ich, war für viele nicht so einfach. Ja, weil es diesmal etwas schwieriger gestaltet war und man nicht einfach nur einen Hashtag setzen konnte und damit mitmachen konnte. Umso mehr freue ich mich, dass ich viele bekannte Gesichter gesehen habe, die mitgemacht haben. Und auch ein paar, die sich bei Verlosungen wirklich viel Mühe geben. Dazu dann aber nachher mehr. Jetzt mal zu den Türchen von den Adventkalendern. Unter anderem war ein Türchen, die Reihenfolge muss ich tatsächlich sagen, weiß ich gar nicht mehr auswendig. Aber auf jeden Fall war ein Türchen dieses Ringset. Das ist ein Set von H&M. Und ich trage ja super gerne Modeschmuck. Und das ist jetzt ein Set mit Gold. Und dann noch hier so einer mit einem grünen Stein. Finde ich cool, habe mich gefreut darüber. Passend in meiner Größe, sie hat da ML gewählt. Solche kaufe ich mir auch immer wieder gerne nach. Habe ich euch auch schon gezeigt. Ein weiteres Türchen, da hatte ich gleich vier Scrunchies, einmal in so einer Blumenoptik, dann in einem schönen Koralleton, ein klassisches blaues und ein gestreiftes, auch ein tolles Türchen. Dann hatte ich in einem Türchen von Trend It Up den, Entschuldigung, meine Stimme macht schon wieder ab und zu Mätzchen, von Trend It Up, von der Clean Philosophie Reihe, den Matcha Awake, dieses Primer Gel, noch nie gesehen. Ein spannendes Produkt und da freue ich mich, es zu testen. Habe ich, ja, wie gesagt, noch nie gesehen und bin richtig happy. Und gleichzeitig waren diese süßen Ho-Ho-Ho Augenpatches drinnen von Cadea Vera mit Mandelextrakt, Cranberry. Ja, richtig schnuckelig. Das war ja diese Weihnachts-LE, die ich mir nicht geholt habe, weil ich zu der Zeit, wo die rausgekommen sind, ja, in Deutschland beim Rossmann war und mich da zurückgehalten habe, aber mittlerweile, glaube ich, habe ich alle Sorten trotzdem zu Hause, durch verschiedenste Geschenke, durch Goodies aus dem Trashy, richtig toll. Ein weiteres Türchen war ein Haar- und Bodymist von Yves Rocher und den habe ich schon benutzt und geschnuppert daran, ein sehr dezenter Duft, typischer Kokosduft und ich würde sagen eher etwas für den Frühlingssommer. Mochte ich aber gern, ich glaube, dass ich das sehr wohl für den Körper als auch für die Haare nutzen werde. In Kombi vielleicht dann einfach irgendwann. Hat mir richtig gut gefallen. Noch ein Türchen waren schlichte goldene Kreolen. Und auch das passt perfekt, denn ich trage, wie ihr wisst, sehr gerne auffälligen Schmuck und die sind dann doch etwas größer. Und ja, so ein bisschen geschwungen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Richtig cool und ja, perfekt, auch passend hat sie sich das, glaube ich, überlegt für die Ringe. Super ausgesucht. Und die letzten beiden Türchen, die sie gepackt hat, war einmal ein Duschgel-Set und zwar von Tete Sept. Hallo Lieblingsdusche. Auch die habe ich so nicht bei DM oder Müller gesehen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich da eher zurückgehalten, was die Beauty-Abteilung betroffen hat, so in den letzten Wochen. Gerade um die Weihnachtszeit, weil ja, so viel in den Adventkalendern war. Und da ist jetzt die Variante Blutorange, Minze, Ginger, Lemon und Granatapfel Magnolie dabei. Ja, kleine Größen, aber perfekt zum Testen, Aufbrauchen. Richtig süß ausgesucht, hat toll gepasst. Und einer der ersten Türchen war diese Box hier mit so einem Schleifchen in Grau, wo ich tatsächlich noch gar nicht weiß, was ich reinfüllen werde, aber ich werde es mir auf jeden Fall dekorativ irgendwo hinstellen oder sogar vielleicht für den YouTube-Hintergrund mal schauen,
Und da waren eben nochmal ein Haufen Masken aus dieser limitierten Edition. Tuchmaske, Cookies for Santa, richtig toll, mit Mandelöl, Granatapfel. Ja, und alleine von der Verpackung her super süß. Dann wieder Augenpatches, und zwar die Oh Dear Augenpatches mit so Rentierohren oder Elchohren, richtig süß. Und Candy Apple, so eine Hydrogelmaske, ja, mit Zuckerstange, so einem Kaffee und einem Lebkuchenmännchen. Also da hat sie mich wirklich versorgt, dass ich sie selber nicht kaufen musste. Ob ich die alle jetzt dann noch im Winter benutze, weiß ich noch nicht. Oder ob ich mir nicht auch ein paar vielleicht für nächstes Jahr aufhebe, habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht überlegt. Das war auf jeden Fall, ja, der Rest aus den Adventkalendern, was euch ja interessiert hat. Sie hat sich da noch richtig Mühe gegeben und tolle Sachen gefunden, was ich auch so nicht in den Adventkalendern hatte. Und ja, finde ich trotzdem, wie ich schon immer erwähnt habe, richtig schade, dass die Zeit schon wieder so schnell vorbei ist. Aber ja, so ist es nun mal. Wir warten wieder gespannt auf das nächste Jahr. Gut, und jetzt geht es noch um die Verlosung, was für euch natürlich noch spannender ist. Es ging ja um diese Produkte hier. Ich zeige es euch vielleicht noch mal kurz. Einmal das Ritual of Yin, die Body Cream. Dann habe ich hineingepackt ein Body Oil. Dann habe ich hineingepackt von Rituals diese Haarmaske. Von Estée Lauder einen Matte Lipstick. Von Essence den Nagellack. Von Ilaya dieses Lip Tint. Von Biber eine Badekugel. Und von Catrice diesen süßen Aufhänger, was ein Blushstick darstellen soll, aus der Weihnachts-LE. Das waren die Produkte, die ihr gewinnen konntet. Und ja, jetzt losen wir auf. Wie gesagt, es haben wenige mitgemacht, was das Ganze natürlich noch spannender macht, weil dann können natürlich, ist die Chance viel größer, wer gewinnen könnte. Und ich schüttel das wieder. Ihr seid natürlich alle wieder in meinem Gefäß gelandet. Und dieses Los hat gewonnen. Die Seite gestellt. Vielleicht kann ich wieder das ein oder andere sagen. Ich mag das ja immer super gerne. Und gewonnen hat eine Person, die, ich würde sagen, auf meinem Kanal sehr, sehr viele Nachrichten schon geschrieben hat und meistens auch die längsten Texte von allen. Diese Person kenne ich noch nicht persönlich, hoffe aber, dass es ja vielleicht irgendwann mal zustande kommt, was cool wäre. Und diese Person hat schon mal gewonnen. Und ich freue mich, dass sie auch ein zweites Mal gewinnt. Gewonnen hat Elfriede Kurz. Liebe Elfriede, du hast gewonnen. Ich freue mich mega für dich mit. Richtig cool. Ich hoffe, du freust dich genauso, wie ich mich für dich freue. Ich habe es doch ziemlich spannend gemacht und der ein oder andere hätte es schon denken können, es ist vielleicht die Person selber oder. Mega, richtig, richtig cool. Also Elfriede Kurz, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich total für dich mit. Bitte melde dich wie immer, so wie ich es immer sage, entweder bei Instagram oder per Mail. Findet ihr alles unten in der Infobox. Und ich sage herzlichen Glückwunsch an alle anderen. Seid nicht traurig. Es gibt immer wieder mal was zu gewinnen und ja, dranbleiben, immer wieder lauschen, lohnt sich. Was ich so in den Videos sage und nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich würde sagen, ich beende das Video. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und wie gesagt, seid nicht allzu enttäuscht. Es kann nun mal immer nur einer, manchmal zwei gewinnen, je nachdem, wie die Verlosung ja vorbereitet wird. Herzlichen Glückwunsch und meine Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Baba, tschüss.